Hallo und herzlich willkommen bei Red Rage Gaming Crew Gen. Ich bin's, euer Dan, und heute machen wir mal unsere Wunderkiste hier auf und schauen mal, was wir drin haben. Ein Emote. Okay, das haben wir schon. Nein, wir machen heute DC die Hauptquartier auf herausfordernd im Liga Speedrun, denn ich habe gedacht, wofür ein Team? Da, wo wir hingehen, brauchen wir kein Team. Also mache ich den Spaß alleine als kleine Ein-Mann-Armee und wir schauen da jetzt mal rein. Ab geht's! Ja, die neue Liga ist am Start in Tom Clancy's The Division 2. Und jo, wir müssen jetzt hier DCD aufräumen und das so schnell wie möglich. Die Zielzeit sind 20 Minuten und ich wette mit euch, die brauche ich dafür nicht. Ich bin unterwegs mit einem Damage Dealer Set, eigentlich wie immer. Und wir mähen jetzt mal hier so ein paar Outcasts. Tatsächlich eine meiner liebsten Speedrun-Missionen, weil man hier relativ gut durchholzen kann. Gerade auch als Ein-Mann-Armee. Optimal, kleiner Tipp am Rande, Profi-Tipp am Rande. Optimal ist es hier mit zwei Leuten durchzulaufen, denn tatsächlich kann einer gleich dann oben den Laptop bedienen und der andere geht schon mal vor und öffnet die Tür und mäht die Gegner um. Das ist schön, da kann man nochmal richtig Zeit sparen, also zu zweit geht es hier am schnellsten. Alles mit mehr Spielern, drei oder vier Spieler, da habt ihr dann das Problem, dass noch mehr Gegner spawnen und dann dauert es halt auch länger. Deswegen, Speedrun Pro-Tipp, macht's zu zweit, alleine geht's halt auch, aber man kann sich halt nicht zweiteilen. Und einer muss hier oben immer den Laptop bedienen, damit unten die Mission weitergeht. So, bin ich mit den Vögeln hier. Zack, natürlich auf der falschen Seite des Schreibtisches rumgelaufen. Verbindung hergestellt. So. ECD Datenstrom aktiviert. Datenstrom ist aktiviert, sehen, wir gehen jetzt runter. Auf der Nordseite ist unweit ihrer Position ein aktives. Aber wir haben jetzt 1 Minute 15 auf der Uhr und ganz ehrlich, das Ding hier, das geht definitiv auch alleine. Zack, die nehmen wir auch weg. Hier unten ist so ein Kasten an der Tür, den könnt ihr von hier aus schon aufschließen und dann rennt er einfach durch. Das heißt doch auch nur, alles wird sterilisiert. Zack. Isaac findet kein Gas für die. Gleich kommt der nächste Trick, wie man hier noch ein bisschen Zeit sparen kann. Falls ihr noch Tipps habt, wie man hier Zeit sparen kann, schreibt mir nochmal unten in die Kommentare. Das würde mich mal sehr interessieren. Wahrscheinlich habe ich auch noch einiges falsch gemacht. Ich meine, ich nehme mir sogar die Zeit und sammle hier noch das Loot ein. Das wäre auch so eine Sache. Könnte man auch darauf verzichten. Oh, ein Knallfrosch. Zack, boom. Fertig. Der hat sich in dicke Luft aufgelöst. So, hier kann man auch schön schon mal am Anfang diese giftigen Behälter wegballern. Das bremst die Gegner etwas aus. Da kommt doch schon wieder einer heran. Bums. Da gehen wir auch noch auf den Behälter. So, das Set, das ich spiele, ist tatsächlich das Damage Dealer Set vom letzten Video. Witzigerweise habe ich das Video aufgenommen, bevor ich das komplett optimiert hatte. Das heißt, das ist hier noch, noch nicht ganz optimierten Zustand. Aber das ist ja wie immer bei Division, das ist immer eine Entwicklung und das ist immer ein Prozess. Und das Set ist eigentlich nie fertig. So, hier noch ein paar Flammen verhutzelt wegmachen. Jetzt müssten die hier vorne rechts spawnen, wenn ich mich nicht täusche. Die meistens laufen die dann von rechts über links oder wollen hier oben hoch, wo ich bin. Yep, da ist schon der erste. Den machen wir weg. Jetzt noch den links da. Lässig. So. Und ich habe mir jetzt tatsächlich hier nochmal die Zeit genommen und habe tatsächlich auch noch das Loot eingesammelt. Und ich mir dachte, pff, komm, unter 20 schaffen wir auf jeden Fall. Unter 10, weiß ich nicht. Also es geht theoretisch sogar noch schneller. Wir können jetzt mal kurz auf die Uhr achten, wie viele Sekunden ich hier jetzt verplempert habe. Durch, ja, Loot sammeln und rumblödeln. So, jetzt drücken wir hier den Knopf. Das Dekontaminierungsprotokoll kann vom Labor über Ihnen initiiert. Also ich sag mal, so 20 Sekunden schneller geht's, wenn man das Loot liegen lässt. Mindestens. Oberster Stock, Sie können das nicht verfehlen. Es ist mitten im Labor. Zack. Aber ich habe mir gedacht, da ich Materialien brauche, um das Set weiter zu optimieren, nehme ich auch das Loot mit. Virenproben eigentlich ein bisschen doof. So, hier können wir jetzt ein bisschen abkürzen. Pro-Tipp Nummer 2 fürs Level. Ihr drückt die Tastatur. Und das Feuer regelt. Ist nicht die schönste Lösung, aber die schnellste. So. 4 Minuten auf der Uhr. Wir gehen hier unten in den nächsten Raum. Tipp ist, geht immer so ein bisschen auf diese roten Behälter.
Dann sind die alle schon mal ein bisschen beschäftigt, die Jungs. Mit Vergiftung und Brandschaden und allem Zip und Zap. Und dann braucht er nur noch durchmähen. Sie sollten auf der anderen Seite der Baustelle des Westflügels Zugang zur Leichenhalle haben. Wurden die Leichen nicht richtig entsorgt, könnte es wieder zu einem Ausbruch kommen. So, ich will hier immer rechts rum. Ich weiß ja auch nicht, habt ihr das Problem auch? Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber ich will da immer rechts rum abbiegen. Ganz schrecklich. Keine Ahnung. So. Nächster Raum. Noch keine 5 Minuten. Hör mal. Da läuft hier wie am Schnürchen. Wie ein geölter Blitz. Sie können überall sein. Erst den Sniper, der nervt am meisten. Dann müssen wir auf die Selbstmörder achten hier, die Knallköpfe. Na komm. So dusselig den Gaskanister zu treffen. So, links kommt einer, das sehe ich doch schon. Gut ist, man hört, achtet immer auf diese Trippelschüsse von denen. Ihr könnt das hören und dann kriegt ihr immer ein Gefühl dafür, wann euch einer zu nahe kommt. Spätestens wenn ihr schreien hört, habt ihr ein Problem. Ist mir schon ein paar Mal passiert. Oder wie der King sagen würde, explodier woanders. So, Bums, fertig. Aus, die das alles Blut abgefrühstückt. Asymptomatischen Trägers benutzen, von jemandem, der infiziert ist, aber keine Symptome zeigt. Das so. Drücken hier nochmal den Knoppers und dann geht das noch eine Etage tiefer. Mein Gott, Madi, ich hab doch gesagt, du sollst den scheiß Aufzug aufbauen. Da kann auch nicht wahr sein. Ja, super. Dann haben wir jetzt davon. Jetzt muss wieder der Aufzug-Reparateur rauskommen. Der TÜV muss das Ding neu abnehmen und dann haben wir ja richtig Stress. Schöne Scheiße. Mann. Entschuldigung, kurze interne Besprechung. Weiter geht's. Wir sind unten im Keller. Wir sehen, der Hausmeister könnte hier auch mal wieder aufräumen. Schrott. Meine Fresse, hier hat aber auch länger schon noch keiner mehr durchgemischt. Für Zeit, dass wir hier mal ein bisschen aufräumen. So, wir müssen die Behälter hier kaputt machen. Erstens rechts vorne, Bums. Der zweite ist da hinten links. Ne, das war kein Behälter. Das geht nicht durch die Scheibe. Ihr müsst einmal hier ums Eck rum. Sondern warum ich immer auf die Idee komme, ich könnte das Ding durch die Scheibe treffen. Wahrscheinlich, weil in vielen anderen Bereichen des Spiels Glas keine gute Deckung ist, aber hier schon. So, den dicken nehmen wir jetzt langsam weg. Zack, der hat sich abgelegt. Ja, war müde. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Und wie schon gesagt, ich glaube, zu zweit könnte das schneller gehen, aber alleine ist das hier gut machmachbar mit einem halbwegs guten Set. Wenn man jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen ist und sich morgens mit dem Hammer kämpft, ist die Nummer hier echt gut machbar. Breitspektrum-Virostatiker. Das hat auch nichts mit Speck zu tun, Mann. Wer hat das denn eingesprochen? Schrecklich. So. Kommen wir in den schönen Teil des Gebäudes. Sieht hier ein bisschen aus wie eine Bibliothek. Als erstes da unten die Vögel wegmachen. Wenn ihr den einen goldenen irgendwie an seinem Explosionsdings trefft, so wie ich jetzt, dann geht das recht gut. Und dann schön unten hier Flammeffekte auslösen und Vergiftungen und so, damit die gar nicht erst weiterkommen. Und da oben sind auch ein paar kleine rote Behälter. Da werden die vergiftet, das bremst die auch nochmal ein bisschen aus, wenn die oben links spawnen. Brauchen wir noch ein bisschen Feuer, damit die auch sehen, wo die hinlaufen. Ja, eigentlich eine bessere Distanz für die Bakers. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier so mit dem Sprunggewehr, aber es macht auch irgendwo Spaß mit dem Sprunggewehr. Zieht halt die Präzision nach unten, weil man auf die Distanz nicht so viel trifft. So, so geht halt, Kinder. Bakers regelt. Aber gut, die Jungs kann man da hinten auch echt gut treffen. Die sind nämlich ein bisschen dusselig, was die Deckung angeht. Und zeigen immer ihr Köpfchen. So. Müssen wir so schnell wie möglich nach hinten, dann müssen wir einen Knopf drücken und dann müssen wir die Zeit absitzen. Denn tatsächlich finde ich, kommen viel weniger Gegnerwellen, wenn man allein unterwegs ist. Oder generell kommen ja eigentlich zu wenig Gegnerwellen. Ihr könnt euch hier schön ans Fenster parken, macht den Spaß da hinten weg. Wo willst du denn hin? Oh oh oh. Das war für meinen Geschmack schon ein bisschen zu nah. Ich mag es, wenn die da vorne platzen. Ja, die brauchen aber auch immer lang, bis die Nachschub haben. So, ich mach schön Platz da. So, jetzt kommt die dritte Welle.
Die machen auch schön Platz. Ja, ich mag es, dass das Spiel so berechenbar ist, aber es lässt einen dann halt auch warten. Also man könnte theoretisch 30 Sekunden sparen, wenn man einfach rausgehen könnte, nachdem die letzte Welle fertig ist. So. Da macht es entweder so, dass der Counter komplett runterläuft und bis zum Ende Wellen kommen. Oder sagt, okay, wenn die dritte Welle durch ist und du schneller fertig bist, dann ist der Countdown halt zu Ende. Aber dieses blöd hier rumstehen, ich weiß nicht. Ich gehe schon mal hinten zur Tür. Das dauert mir hier zu lang. Das ist ja völliger Quatsch. Datentransfer abgeschlossen. Sie können jetzt da raus. Und ich als alter Gran Turismo 7 Fahrer und Gran Turismo Sportfahrer muss ja sagen, ich mag es ja schnelle Rundenzeiten auf dem Asphalt zu ballern. Von daher sind so Speedruns genau mein Ding. Bums, Bums, Bums. Ey, warum fällt der nicht um? Saft, Saft. Ey, warum habe ich auf einmal keine Aim mehr? Mann, Mann, Mann. Da will ich sie treffen? Ja, dann triffst du doch. So, ich gehe mal gerne über die linke Flanke. Ich weiß nicht, ob eure Taktik ähnlich aussieht oder wie ihr das macht. Könnt ihr auch mal ein bisschen kommentieren, würde mich mal interessieren. Ob es da noch bessere, effizientere Taktiken gibt. Sagt ihr irgendwie, ey, wir stellen uns direkt an den Spawnpunkt oder ey, wir treffen die Gegner. Das ist auch effizient. Nicht wie ich. Das könnt ihr mir mal schreiben. Da bin ich mal interessiert. Also ich bin ja immer auch ein Freund davon, neue Ansätze auszuprobieren. Wenn ihr da Ideen habt, immer her damit. Da kommt Cheffe. Cheffe hat ja den gelben Pfeil am Kopf. Oder verteilen wir jetzt mal ordentlich Baker's Shell. Mein Gott, jetzt zeig dich doch da hinten. Das gibt's doch nicht. Immer diese Feigen. So, komm. Bums. Chef ist weg. Der Chef hat schon Feierabend gemacht, die Mitarbeiter müssen Überstunden tun. Super. So, und jetzt müssten eigentlich noch so ein oder zwei hier rumkrebsen. Die sind meistens linksseitig. Deswegen gehe ich jetzt mal über die linke Flanke. Bananenflanke. Jo. Da waren sie. Da waren die letzten beiden. Und die Uhr sagt. Was sagt die Uhr? Schauen wir mal schnell. Ja, dann nehmen wir mal mit hier. Ist alles schön Schrott. Ja, brauche ich alles nicht, aber wir nehmen es trotzdem mit. Denn es gibt alles Material. Kann man schön zerlegen und ist gut zum Optimieren. So, ja, was sagt denn jetzt die Uhr? Wir haben 10 vor 10, wir waren auf jeden Fall unter 20 Minuten definitiv. Aber, ja, schauen wir mal kurz. 11 Minuten 32, meine Güte, das war ein flotter Run. Wie gesagt, ist noch optimierbar. Ich denke, unter 11 Minuten ist locker drin, vielleicht auch unter 10. Ja, Mensch, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich sag mal, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr da Bock drauf habt, klickt mal unten rechts auf mehr Videos und oben rechts auf Abo, denn ich würde mich sehr freuen, euch wieder hier begrüßen zu können bei dem nächsten Video und ich kann einfach nur noch sagen, bis denn, euer Dan. Tschüss.